Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 65: Die Unzertrennlichen. Die Geburt von Ginnys Kind stand vor der Tür. Sie befand sich bereits in Madame Pomfreys Obhut und lag auf der Krankenstation. Auch wenn Harry den dunklen Lord vernichtet hatte, dafür sogar einen Orden des Merlin sein eigen nennen durfte und er allgemein als einer der mächtigsten und angesehensten Zauberer der Welt galt, so hieß das nicht, dass er an Madame Pomfrey vorbeikommen konnte. »Mr. Potter«, sagte sie in rauem Ton, obwohl sie sich eigentlich mit dem Vornamen ansprachen. »Wie oft muss ich Sie denn noch wegschicken? Ich habe Ihnen mehrmals gesagt, dass nur Familienmitglieder Miss Weasley besuchen dürfen.« »Aber ich gehöre doch zur Familie. Molly hat nur vergessen, die Adoptionspapiere zu Harry wurde von der hochgehaltenen Hand einer schmunzelnden Poppy unterbrochen, die gleich darauf wieder ihre strenge Miene aufsetzte und sagte: »Das sind Regeln, Harry, über die ich mich nicht hinwegsetzen darf, selbst wenn Miss Weasley ihren Besuch willkommen heißt.« »Sie fragt nach mir und Sie lassen mich nicht rein?«, fragte Harry entsetzt. Poppy seufzte und sagte anschließend: »Ich sagte bereits, dass es Regeln gibt. Tut mir leid, Harry.« Harry gab seinen Widerstand auf und schaute betreten zu Boden. In diesem Moment kam Severus um die Ecke. Ohne anzuhalten, grüßte er beide im Vorbeigehen mit einem Kopfnicken. »Poppy, Harry?« Dann öffnete er die Tür, die zu Ginnys Krankenzimmer führte. »Moment, warum darf er da rein, aber ich nicht?«, meckerte Harry. Severus drehte sich zu seinem Kollegen um und erklärte: »Weil ich Tränke bringe, die Miss Weasley ihre Situation erleichtern werden. Und ich nehme Poppy die Arbeit ab, Miss Weasley über die Anwendung der Tränke aufzuklären, sodass sie sich um andere Dinge kümmern kann.« »Was? Sie sind Poppys Assistent?« Harry wandte sich an Poppy und fragte mit zuckersüßem Lächeln: »Brauchen Sie nicht noch jemanden, der Ihnen hilft, Poppy? Ich helfe Ihnen gerne.« »Hübscher Versuch, Harry. Aber nein, ich benötige keine weitere Hilfe«, erwiderte sie, bevor sie ein paar leere Fläschchen einsammelte und damit zur Vorratskammer ging. Verzweifelt sagte Harry ein wenig trotzig: »Verdammt nochmal, ich bin Harry Potter!« Severus, der bereits durch die Tür hindurchgegangen war, entgegnete schelmisch: »Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Selbstfindung!« Dann schloss er die Tür zu Ginnys Zimmer von innen. Gegen Mittag führte Harry wieder den Hund aus. Als er zurückkam, fand er Severus vor, den er gleich darauf auszuquetschen versuchte. »Wie geht's Ginny? Alles in Ordnung? Wird es ein Junge oder...« Unterbrechend erklärte Severus mit leiser Stimme, ohne sich bei seiner Arbeit am Schreibtisch stören zu lassen: »Poppy hat mich schwören lassen, die Schweigepflicht sehr ernst zu nehmen, Harry.« Bei ihm würde er also nichts erfahren, weswegen er sich ungefragt auf das Sofa setzte. Harry hörte, wie Severus eine Schublade seines Schreibtisches öffnete, bevor er aufstand und langsam auf ihn zuschritt, die Hände dabei hinter den Rücken haltend. Als er vor Harry stand, fragte er ihn: »Ach ja, was glauben Sie wohl, was Ihr Hauself mir heute früh gebracht hat?« Harry zog lediglich eine Augenbraue in die Höhe, als er antwortete: »Ihre vermissten Pergamentrollen?« Nachdem Severus ihm einen misstrauischen Blick zugeworfen hatte, erklärte Harry: »Na, was soll er Ihnen denn sonst bringen? Er steht ja nicht in Ihren Diensten. Und was anderes aus den Pergamentrollen gibt's dann ja wohl nicht. Ist es wahr? Hat er sie endlich gefunden, ja?« Harry quälte sich ein Lächeln ab, denn die Schuldgefühle drängten sich wieder in den Vordergrund, weil er die Rollen gelesen hatte. Unmerklich nickte Severus und Harry bemerkte in diesem Moment, wie sich im Gesicht seines Kollegen Skepsis abzeichnete.
Die hinter dem Rücken versteckten Pergamentrollen brachte Severus vor seinen Körper und erhielt sie dem sitzenden Harry vor die Nase. Zögerlich und mit fragendem Blick nahm Harry sie ihm ab. Doch er entrollte sie nicht, sodass Severus sich genötigt fühlte, es ihm zu gestatten. »Machen Sie schon! Lesen Sie!« Harry konnte es gar nicht glauben, dass Severus ihm so viel Vertrauen entgegenbrachte, so dass er das erste Pergament entrollte und auf die eng geschriebenen Worte blickte, die er schon einmal, ohne Severus Wissen, gelesen hatte. Doch dann, ganz plötzlich, schoss Harry ein Gedanke durch den Kopf, denn er erinnerte sich daran, dass Wobble die Pergamente aufgrund ihrer Schutzzauber gesucht und letztendlich gefunden hatte. Mit Sicherheit lagen die Zauber, die die Worte vor neugierigen Blicken schützen sollten, immer noch auf den Pergamenten, weswegen Harry schnell schaltete und auf gut Glück mit vorgetäuscht verwirrtem Gesichtsausdruck sagte: »Die sind leer!« Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, wendete Harry das Stück Pergament, um auch die Rückseite zu betrachten, als wollte er dort die Schrift finden. Mit schmieriger Stimme sagte Severus: »Oh, verzeihen Sie mir, Harry. Die Schutzzauber sind wohl doch noch aktiv. Ich werde sie am besten so lassen, denn es war recht mühsam und zeitaufwendig, die Worte auf den Pergamenten zu verbergen.« Abrupt war Harry klar geworden, dass er die Pergamente nur wegen seiner Gabe hatte lesen können und dass Severus ihm gerade ein Bein stellen wollte. Zurück in seinem Wohnzimmer dachte Harry immer wieder an Ginny und er ging nervös auf und ab. Er wollte sie so gern besuchen, aber da war nichts zu machen. Irgendwas musste Harry tun, um sich abzulenken, doch das war leichter gesagt als getan. Er konnte sich auf kein Buch konzentrieren. Sirius war bei Anne und... Harry ging hinüber zum Kamin und flohte Ron und Hermine an. Einer von beiden müsste doch da sein, denn er wusste von Severus, dass er diese Woche aufgrund der Ausnahmesituation viel Zeit auf der Krankenstation bei Poppy verbringen würde und Hermine daher eine Woche frei haben würde. Ron begrüßte ihn fröhlich. »Sag mal, kann ich bei euch vorbeischauen? Ich kann hier einfach nicht allein bleiben«, sagte Harry so verzweifelt, dass sein Freund ihn sofort einlud, bei ihm vorbeizuflohen. Hermine kam gerade aus dem Arbeitszimmer ins Wohnzimmer hinein und sah noch, wie Harry sich die Asche von der Kleidung klopfte, bevor sie fragte: »Ist etwas passiert?« Seinen Freunden erklärte er, dass man ihn nicht zu Ginny hineinlassen wollte, was Ron nickend bestätigte. »Ja, Harry, das ist ein Gesetz in der Zaubererwelt. Wenn man kein Verwandter ist, dann darf man eine Woche vor und 8 Wochen nach einer Geburt die Mutter und ihr Kind nicht besuchen. Hat was mit dem Schutz vor unerwünschten Verfluchung zu tun. Ist halt so«, erklärte Ron schulterzuckend. 8 Wochen? Aber ich würde doch niemals...« Harry wurde unterbrochen, als Hermine versicherte: »Natürlich weiß jeder, dass du Ginny oder ihrem Kind niemals etwas antun würdest. Aber aufgrund der Tatsache, dass es solche Dinge gibt wie den Vielsafttrank und dergleichen, es ist halt ein Gesetz zum Schutz von Mutter und Kind, Harry. Da kann selbst Ginny nichts dagegen ausrichten.« »Warum sagt mir sowas keiner? Verdammt!« nörgelte Harry. Ron zuckte nur kurz mit den Schultern und entgegnete leise: »Dachte, du wüsstest es.« Jammernd ließ sich Harry auf das Sofa plumpsen, bevor er forderte: »Dafür müsst ihr mich jetzt ablenken.« Mit einer hochgezogenen Augenbraue fragte Hermine: »Wir wollten gerade essen. Reicht das erstmal zum Ablenken? Italienisch, Pizza und Pasta.« Nachdem Harry grinste und zustimmend nickte, lächelte Hermine zurück, bevor sie in der Küche verschwand und gleich darauf mit dem Essen zurückkam, welches sie auf dem großen Esstisch abstellte, an den sie sich alle drei setzten. »Du hast was aus der Muggelwelt geholt? Super«, antwortete Harry, der bereits eine der großen Pizzaschachteln öffnete. Gleich darauf atmete er den heißen Dampf ein und stöhnte wonnig. Ron hingegen verzog das Gesicht. Hermine hatte zwar immer wieder, weil sie selbst nicht gut kochen konnte, etwas aus der Muggelwelt geholt, aber das, was sie dieses Mal kurz vor Harrys Besuch mitgebracht hatte und was sich Pizza nannte, das hatte er noch nie gegessen. Er schaute neugierig zu,
wie Harry sich ein Stück aus der Schachtel nahm und der Käse dabei lange Fäden zog, bevor Ron zu Hermine sagte. Man könnte eigentlich davon ausgehen, dass du eine Meisterköchin bist. Ich meine, du verschlingst doch jedes Buch. Es gibt da draußen tausende von Kochbüchern und... Wage es nicht, diesen Satz zu beenden, drohte sie gespielt. Schon während des Essens erzählte Harry, es sind in letzter Zeit einige Dinge passiert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hätte ja früher schon etwas erzählt, aber ihr wisst ja, dass ich in ständiger Begleitung war. Ron nickte und warf ein. Ja, selbst mir hat man einen Hauself auf den Hals gehetzt. Hat Dad mir erzählt. Ich habe darauf bestanden, dass wir dich auch waren. Eine Familie muss sowas tun, weißt du? Harry schaute zu Ron hinüber, der ihm seinen treuen Hundeblick schenkte. Doch Harry hatte keine Zeit, diesen Moment zu sentimental werden zu lassen, denn Ron offenbarte. Remus hat zu Dad gesagt, er würde Sirius warnen. Etwas stutzig fragte Harry, und wer hat dann bitteschön Severus gewarnt? Der ist auch gewarnt worden? Keine Ahnung, ob es jemand vom Orden war. Vielleicht war es ja einer von denen, die Dumbledore augenscheinlich nicht anzweifeln. Mad-Eye ist ihm treu und McGonagall offenbar auch. Aber bei allen anderen bin ich mir nicht mehr sicher. Kingsley und Tonks zum Beispiel. Ich meine, die haben meinen Dad als ihren Vorgesetzten. Die müssen doch zwischen zwei Stühlen stehen und der arme Hagrid... sagte Ron innehaltend. Besorgt fragte Harry ihn deshalb, wieso Ron? Was ist mit Hagrid? Naja, er hat bei den letzten Treffen des Ordens wohl immer geweint, wenn es hieß, man müsse sich vor dir in Acht nehmen. Er hat es zwar besonders schwer, erklärte Ron. Hermine setzte Rons Ausführung fort, indem sie erklärte. Ja, der Arme. Ihr wisst ja, dass er Dumbledore viel zu verdanken hat und er ihm deshalb Treue geschworen hat. Aber das mit dir, Harry, das geht ihm richtig ans Herz. Hagrid hat dich wohl immer verteidigt, wie Arthur und Molly erzählt haben. Weißt ja, wie er ist. Ron verstellte seine Stimme und ahmte Hagrid nach, als er sagte. Der Harry, der ist so ein lieber junger Mann. Der tut nichts Böses, nein. Das macht er nicht. Das kann ich nicht glauben. Ja, klingt irgendwie nach Hagrid, sagte Harry mit Wehmut in der Stimme. Nach einer Weile fragte Harry mit einem Kloß im Hals. Wer ist denn jetzt noch aktives Mitglied im Orden? Hermine war es, die antwortete. Dumbledore hat den Orden wieder etwas verkleinert. Die du zusätzlich noch aufgenommen hast, also die Hälfte der DA, die hat er links liegen lassen. Die wurden genauso wenig wie du davon unterrichtet, dass die Mitglieder des Ordens sich wieder versammelt haben. Nicht nur Ron und mich, sondern auch Neville und Luna oder Lee, Dean, Seamus, hat er übergangen. Es ist leichter zu sagen, wer noch mit dabei ist. Mad-Eye, McGonagall, Arabella Fick, Daedalus Diggle, Hestia Jones, Mundungus Fletcher, Storgus Potmore und von Rons Familie nur Molly, Arthur und Percy. Die alte Liga sozusagen. Percy hat er drin gelassen? Gerade ihn? Bestimmt nur, weil er noch immer im Ministerium arbeitet, mokierte sich Harry. Ron schnaufte, bevor er erklärte. Darfst nicht vergessen, dass der Minister jetzt unser Dad ist. Naja, eher andersrum. Ich glaube, Percy liegt mehr an seiner Karriere im Ministerium, als daran, sich bei Dumbledore einzuschleimen. Aber er tut's. Ich meine, er schleimt sich ein und das mit voller Absicht. Aber keine Sorge, Dad hat ihm dazu geraten. Percy ist dir gegenüber loyal, Harry, wie alle Weasleys. Die drei bedienten sich an den Schlemmereien, bis Ron vom vorerst letzten Treffen des Ordens erzählte. Mom hat Dumbledore wegen der Spione die Leviten gelesen. Dumbledore hatte wohl auch für einen Moment richtig Angst vor ihr bekommen. Weißt ja, wie sie ist, wenn sie in Fahrt kommt. Wahrscheinlich hätte selbst Voldemort sich ins Hemd gemacht, wenn Mom ihn mit ihrer Schimpftriade überrollt hätte. Ron legte eine kleine Pause ein, weil Harry und Hermine dieses erdachte Szenario zwischen seiner Mom und Lord Voldemort ein wenig ausarbeiteten, sodass er die Zeit nutzen konnte, um sich etwas Butterbier einzuschenken, bevor er fortfuhr. Ich glaube, jeder, den Dumbledore zu deinen engsten Freunden zählt, hat einen Spion am Hacken. Wow, das heißt ja, dass Albus davon ausgeht, Severus wäre mein Freund, sagte Harry erstaunt. Dad meint, dass Dumbledore seine Elfen zwar zurückgepfiffen hat, was aber nicht heißen muss, dass er seine Meinung völlig geändert hat. Keine Ahnung, was in seinem Schädel vorgeht. Du und dein dunkler Lord, das ist undenkbar, sagte Ron, der eine zweite Flasche Butterbier öffnete und seinem Freund davon einschenkte.
Harry seufzte, bevor er erklärte: Die Macht dazu hätte ich offenbar. Zumindest nach Dumbledores Meinung. Selbst Severus hatte gesagt, ich wäre der mächtigste Magier der Welt. Nachdem Ron den winzigen Rest Butterbier direkt aus der angebrochenen Flasche getrunken hatte, schüttelte er den Kopf und entgegnete. Ja und? Nur weil du die Macht hast, heißt es nicht, dass du die Welt unterjochen möchtest. Bei Percy würde ich da anderes denken, aber Scherz beiseite. Dazu bist du einfach nicht der Typ, Harry. Ich meine, du bist sogar zu Hauselfenlieb. Wie kann man da glauben, du wärst böse? Gedankenverloren nickte Hermine zustimmend, während Ron sich ein Stück Pizza nahm und von der Ecke abbiss. Gleich darauf fragte er Harry mit vollem Mund, aber erstaunlicherweise recht verständlich. Wie geht's dir denn so in Hogwarts? Ich meine mit Dumbledore. Ist der jetzt irgendwie komisch zu dir? Nein, das nicht. Nach der Sache mit den Spionen ist nichts mehr vorgefallen. Wir reden sogar miteinander, aber nicht sehr oft. Mit anderen Lehrern redet er auch nicht so häufig. Also denke ich, dass alles soweit normal ist. Ich frage mich trotzdem, was der Orden so ausheckt. Ich meine, was gibt es denn schon, um was die sich kümmern könnten? Ron schluckte den Happen Pizza herunter und entgegnete. Na was wohl? Dich! Die sind bestimmt immer noch dabei zu überlegen, wie sie dich beschatten können und... Hermine schaltete sich ein und meckerte. Ron, jetzt ist aber mal gut. Mach Harry keine Angst. Vielleicht hat Dumbledore ja wirklich eingesehen, dass er mit seiner Vermutung diesmal völlig daneben gelegen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Orden sich nur noch trifft, weil sie sich um Harry sorgen. Deine Mom und dein Dad oder auch Remus würden das bestimmt nicht unterstützen. Mit runzliger Stirn fragte Harry, warum sind die überhaupt noch im Orden? Diese Frage beantwortete Ron mit den Worten. Mom und Dad wollen Dumbledores Pläne verfolgen, damit das nicht aus dem Ruder läuft. Keine Sorge, Harry. Ich glaube, sie würden sofort die Alarmglocken läuten, wenn du in Gefahr wärst. Aber warum sollte Dumbledore schon glauben, du würdest was aushecken? Ich meine, was machst du denn schon, außer als Lehrer zu arbeiten und dich von der Gesellschaft zurückzuziehen? Höre ich da Wehmut in deiner Stimme? Fragte Harry schmunzelnd. Ron lachte auf einmal, bevor er zugab. Naja, es war ja gleich nach der Schule schon immer ein Akt, mit dir mal irgendwo hinzugehen. Deine Fans hatten manchmal echt einen Knall. Hermine verbesserte. Groupies ist das, was du meinst, Ron. Die Fans haben sich doch völlig okay verhalten, aber diese Mädels, die sich Harry immer an den Hals geworfen haben... Gott, erinnert mich nicht daran, sagte Harry mit Abscheu in der Stimme, während er die Hände über dem Kopf zusammenschlug. Nachdem Hermine einen Happen Pizza geschluckt hatte, forderte sie Harry auf. Erzähl doch mal, was bei dir noch alles so passiert ist. Harry legte den Rand des verputzten Pizzastückes, den er nicht sonderlich mochte, zurück in die Schachtel, holte weit aus und erzählte davon, dass er sich mit Dracos Mutter ganz gut angefreundet hatte. Mit dem Versprechen, dass Ron und Hermine nie ein Sterbenswörtchen darüber verlieren durften, vertraute er ihnen an, dass er zusammen mit Draco dessen Mutter gefunden hatte. Nein, ist nicht wahr, oder? Das ist ja voll krass. Du warst tatsächlich mit dabei? Fragte Ron verblüfft. Hermine räumte ein. In den Zeitungen hat man immer nur von Draco gesprochen, nie von dir, Harry. Naja, ich habe ihm gesagt, dass mein Name in diesem Zusammenhang nicht durch die Presse gehen wird und ich habe mein Wort gehalten. Allerdings hat es ihn wohl genervt, die ganzen Artikel über sich und sein Leben zu lesen, sagte Harry schmunzelnd. Du bist jetzt aber nicht mit Malfoy gut Freund, oder? Fragte Ron stirnrunzelnd. Wir kommen gut miteinander aus, wenn wir uns mal über den Weg laufen, wisst ihr? Harry hielt inne und erinnerte sich an das, was Narcissa in dem Haus von sich gegeben hatte. Sie sagte damals, Draco bringt so selten Freunde mit nach Hause. Eigentlich nie. Harry begann seinen Satz nochmal und sagte, wisst ihr, ich glaube, er hatte nie wirklich Freunde. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.